Hallo und schönen guten Tag an alle Lateininteressierten. Herzlich willkommen zu meinem 292. Video, in dem ich einige Beispiele zur indirekten Rede oder zur Oratio Obliqua einmal ins Netz stelle. Wieder einmal ein Grammatikvideo. Es geht darum, dass man anhand einfacher, inhaltlich nicht zusammenhängender Texte noch einmal die Oratio Obliqua wiederholt. Die habe ich ja schon ins Netz gestellt bei meinen Grammatikvideos. Vielleicht nochmal das Wichtigste. Hauptsätze stehen im ACI, Nebensätze stehen im Konjunktiv. Angezeigt wird das oftmals durch den Doppelpunkt oder dadurch, dass man eben, wenn der Doppelpunkt fehlt, sieht man hier so zum Beispiel. Wenn das jetzt auf einmal losgeht, copias Germanorum sustineri posse, Punkt, das heißt, der Satz besteht nur aus einem ACI, dann sollte man wissen, das ist also eine indirekte Rede und Hauptsatz im ACI, Nebensatz im, was habe ich gesagt, im Konjunktiv. Okay, wir gehen die einmal durch. In den nächsten Videos gebe ich dazu ausführliche Lösungsvorschläge und grammatikalische Hinweise. Da kann man das dann nochmal wiederholen. Und wie gesagt, ein Video habe ich schon ins Netz gestellt. Da schaut ihr einfach mal bei YouTube. Und jetzt habe ich da seht ihr meinen Kanal. Hier habe ich eine Playlist. Und da seht ihr hier Grammatik zum Wiederholen. Wenn ihr euch da reinklickt. Für die, die das, und dann kann man hier das durchscrollen. Das möchte ich aber jetzt nicht machen und dann die Videos eben anklicken. Gut, wo war ich vor Schreck stehen geblieben? Hier. Also, erster Satz, Senatoris dixerunt, dixerunt, copias Germanorum sustineri posse, quid esse levius quam auctore hoste capere consilium. Dann, ich sage nochmal, die sind nicht zusammenhängend, die Sätze. Also, Divico ist ein Eigenname, Divicus könnt ihr sagen, oder der Divico dixit. Si pacem populus romanus cum helvetiis faceret, eo iturus esse helvetius, ubi esse caesar constituisset. Nächstes Beispiel, Ariovistus, caesari respondet, quid velet, quo in sua possessionis veniret. Caesar respondit, Caesar respondit, si quid velent, ad idus aprilis reveterentur. Exploratoris apud suibus esse silvam infinita magnitudine, dann legati dicunt, dicunt, immer schön aufpassen, ja, sage ich gleich nochmal, si crassus velit suus recuperare, ob sie des sibi remittat. Vorletztes Beispiel, Helvetiis respondet, si obsides abis dentur, sese cum is pacem esse facturum, und Divico, den haben wir normal, ne victoria maut sui virtuti triburet aut ipsos despiceret. Ich hoffe, ich habe dann irgendwo Rechtschreibefehler gemacht, sonst bitte ich euch da um Entschuldigung. Also wenn ihr sagt, Mensch, da muss doch ein O hin, warum hat der Mann da ein I hingeschrieben, dann habe ich da bestimmt einen Rechtschreibefehler gemacht, da bitte ich um Entschuldigung. Ja, Aufgabe wäre doppelt einmal natürlich übersetzen. Und zwar, wenn ich euch empfehlen dürfte, ich würde das strukturieren. Also jetzt nicht übertreiben, also zum Beispiel, ich mache das im ersten Mal vor. Ihr wisst ja, man geht da Zeile für Zeile vor. Wir nehmen das einmal weg. Und jetzt gucken wir uns einmal das erste Beispiel an. Ihr wisst ja immer, wenn ein Semikolon, wenn ein Satzzeichen da steht, da macht man dann einen Zeilenumbruch. Wenn dann ein Punkt da steht, kann man einen doppelten Zeilenumbruch machen, darunter kann man sich noch, ich mache jetzt das einmal hier weg, darunter kann man noch einen, so, quid esse, und dann habe ich dann so eine, dann habe ich die, diese Beispielsätze vor, dann habe ich die Beispielsätze strukturiert und dann ist es natürlich so wie immer, ich schaue mir natürlich zuerst die Verben, ich suche mir in jeder Zeile das Verb raus, hier, sustinere posse, quid esse levius, quid esse, oder so capere,
Konsilium, ihr seht, man kann solche grammatikalischen Übungen auch so als leichte Übersetzungen nehmen. Und ja, ihr seht, jetzt sieht das schon anders aus als vorher. Das wollte ich dann doch einmal vorgemacht haben. Wie gesagt, in den nächsten Videos mache ich dann so die Übersetzung vor und gebe auch einige grammatikalische Tipps. Ja, wie immer findet ihr natürlich auf meiner Homepage www.raphael-biere.de findet ihr die Lösungen als PDF oder die Unterlagen aus diesem Video als PDF-Dokument. Könnt ihr euch downloaden, ausdrucken lassen und dann damit arbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bedanke mich natürlich für die vielen Kommentare, für die riesig vielen Klicks. Inzwischen habe ich über eine Viertelmillion Klicks. Da sage ich einmal zwischendurch so ein riesig dickes Danke und ich glaube, es sind weit über 2000 Abonnenten. Auch denen sage ich alle Danke. Ich stelle mir gerade vor, ich müsste da jedem die Hand schütteln. 2500 Abonnenten, jeder hat Platz von 50 Zentimetern. Das sind dann 1250 Meter, also müsste ich 1,2 Kilometer lang Hände schütteln. Irre, irre, toll. Ich bedanke mich bei euch allen dafür und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.